Um wieder zum YouTube-Channel finanziell unabhängig sein mit Ferienimmobilien. Mein Name ist Thomas Langberg und heute möchte ich mit dir mal kurz das Thema, wie finanziere ich eine Ferienimmobilie im Ausland besprechen. So, das ist immer eine Frage, die immer wieder an uns herangetragen wird und da dachte ich, da drehen wir einfach mal das kurze Video, um euch zu zeigen, um dir zu zeigen, welche Möglichkeiten es da gibt. Variante 1, ich glaube, das ist die No-Brainer-Variante, das heißt Eigenkapital. Das heißt, ihr habt das Geld, um euch im Ausland, in Europa, in Spanien, Frankreich, Kroatien eine Wohnung, ein Ferienhaus zu kaufen. Dann ist das ganze Thema Finanzierung eh schon vorbei. Das viel Spannendere ist, das Zweite, wenn ihr sagt, naja, wir wollen das mit einer Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital machen. So, da wieder der Teil Eigenkapital ist einfach. Der spannende ist der Teil Fremdkapital. Wie finanziere ich Fremd? Und da gibt es eigentlich auch wieder, das ist das Schöne daran, nur zwei Varianten. Das heißt, ihr braucht zwei Dinge. Erstens, wie viel wollt ihr eigentlich? Und zweitens, welche, ich mache das mal als Schloss, Sicherheit könnt ihr zur Verfügung stellen? Das ist die Frage der Fragen, die die Bank immer wieder stellen wird. Und bei der Frage der Sicherheiten kommt es jetzt wieder auf eure Bank drauf an. Die sagen, naja, die einen, die können sagen, okay, ich brauche dazu ein Objekt, typischerweise in Deutschland, eine Immobilie in Deutschland, die wir beleihen können, damit wir den Kredit, den wir euch zur Verfügung stellen, zum Beispiel in Höhe von, weiß nicht, 200.000 Euro, dass wir euch den geben können, brauchen wir eine Sicherheit einer deutschen Immobilie. Oder aber ihr habt vielleicht noch irgendeine andere Sicherheit. Oder, und das ist dann eher der seltene Fall, zum Beispiel ihr investiert jetzt in Kroatien oder in Spanien, dass ihr eine Bank findet, die sagt, naja, okay, kein Problem, wir nehmen einfach die Immobilie, die wir irgendwie schon haben, die können wir irgendwie zu 70% oder was auch immer beleihen, um dann schlussendlich die 200.000 Euro zu finanzieren, die ihr habt. Aber was in der Regel passieren wird, ist, dass die Bank sagt, naja, erstens, wir können ein Objekt aus Deutschland hernehmen. Das können wir absichern. Und dazu müssen wir irgendwie im ersten Schritt eine Bewertung vornehmen. Dann müssen wir zweitens die ein bisher vorhandenen Belastungen checken. Und im dritten Schritt können wir dann euch eine Zahl sagen, wie viel genau wir euch zur Verfügung stellen können. Und typischerweise ist das dann genau die Summe, hier unsere fiktiven 200.000 Euro, die wir brauchen. So, das ist der typische Weg, der gehen wird. Was jetzt, wenn man mal das Thema Kroatien als Beispiel nimmt, wo wir jetzt irgendwie ganz gut drin sind, Kroatien, da hast du zwei Möglichkeiten zu finanzieren. Möglichkeit 1 ist, fremd über Deutschland oder fremd über eine kroatische Bank. So. Und die kroatische Bank ist die erste Bank, die einen sogenannten, ich glaube, Wohnbaukredit heißt das. Wohnbaukredit für EU-Bürger zur Verfügung stellt. Und er funktioniert wie folgt. Da geht man hin und sagt, pass mal auf, ich hätte den gerne. Regel Nummer 1, die maximale Höhe dieses Kredits sind 250.000 Euro. Regel Nummer 2, die maximale Laufzeit. Jetzt nagelt mich nicht fest, aber das sind irgendwas so Größenordnung 15 bis 17 Jahre.
Regel Nummer 3, Tilgung jederzeit möglich, spätestens zum Ablauf der Laufzeit. Und Regel Nummer 2, der Zinssatz ist variabel und wird einmal pro Jahr angepasst. Es ist in a nutshell, ist es der Wohnbaukredit von der ersten Bank in Kroatien. So. Und da muss man halt schauen, ob das für einen Sinn macht, was man hinterlegen muss. Man muss zum einen das Objekt hinterlegen, das als Absicherung genommen wird. Und zum zweiten muss man einen Gehaltsnachweis erbringen, dass man auch die Raten bezahlen kann, die notwendig sind, um die Zinsen pro Jahr zu bezahlen. So, jetzt gibt es da noch eine kleine Sonderregel. Diese 250.000 Euro sind der Maximalbetrag. So, und die Höhe des Kredits, den ihr kriegt, der wird so berechnet, da wird es auch wieder der Wert der Immobilie wird geschätzt. Und dann wird von diesem geschätzten Wert, werden dann, das ist so ein bisschen Verhandlungssache, aber 40% werden genommen als Basis, die finanziert werden kann. So, das heißt konkret im Beispiel, ihr wollt euch ein Objekt für 100.000 Euro kaufen, wollt einen Teil davon über die erste Bank finanzieren lassen, dann würden die folgende Sachen machen, sagen, jawohl. Schritt 1, wir glauben, das Ding ist 100.000 wert, das passt. Schritt 2, 40% davon sind 40.000 Euro. Das heißt, ihr müsstet 60.000 entweder aus Deutschland oder aus Eigenkapital liefern und 40.000 Euro könntet ihr von der ersten Bank bekommen. So, und das ist eigentlich in Short die Art und Weise, wie man im Ausland eine Ferienimmobilie finanzieren kann. Das Ganze ist natürlich auf jeden Fall ohne Gewähr zu sehen hier. Das ist einfach nur eine Idee, Gewähr gewesen, um euch mal zu zeigen, wie die Logik ist, wie das funktioniert. Und wenn wir es nochmal zusammenfassen, also Key Takeaway, erstens, fremd geht nur über Sicherheit in DE. Also das würde ich sagen, ist in wahrscheinlich 90% der Fällen ist das so. Ich lasse mich da aber auch gerne korrigieren und die Banken, mit denen wir gesprochen haben, das waren so die klassischen Banken, die finanzieren nichts in Kroatien. Da geht es immer nur über Sicherheit, die man in Deutschland hat. Punkt 2. Auch im Ausland kann es die Möglichkeit geben, dass es Banken gibt, die für EU-Bürger diese Finanzierung unterstützen. Hier ist es dann aber einfach mal wichtig, dass ihr euch die Konditionen ordentlich erklären lasst, damit ihr wisst, wie ihr finanzieren könnt. Genau, das soll es gewesen sein als erste Idee. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach an thomas.langenberg. @gmail.com. Und dann helfe ich euch gerne weiter. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören.